Das machen wir besser nicht nochmal. Wow, mir ist so schwindelig, ich sehe Sterne. Aber keine Streifen. So viel Frost und Eis. Loki muss mit den Eisriesen von Jötunheim unter einer Decke stecken. Nur gut, dass ich immer für Hitze sorge. Juhu! Ruhe, du Streichholz. Ja, zum Glück sind wir ein verdammt heißer Typ und ich begrüße euch damit zur nächsten Folge von Let's Play Lego Marvel Super Heroes. Ich bin Marv. Wenn es jemanden geben würde, der Eis zum Schmelzen bringen kann. Oh ja! Das wäre ja super, würde es so jemanden geben. Ich stelle mich da einfach nur neben und die ganzen Dinger schmelzen einfach dahin. Seid auf der Hut. So groß sind die gar nicht. So riesig sehen die gar nicht aus. Ja, siehst du? Wolverine und ich sind da auf einer Wellenlänge. Wenn es um Eisriesen geht. Ist es heiß hier drin oder meine ich das nur? Ist ultra heiß hier drin. Das muss man schon mal erwähnen. So, jetzt hier mal ein bisschen was einsammeln. Da vorne kann ich auch noch was machen. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schlagen hier? Ich versuche hier die Umgebung irgendwie zu schmelzen, ohne dass ich es richtig sehe. Ihr seht schon, im Hintergrund dreht sich noch alles. Wenn wir jetzt hier nicht wirklich was sehen, irgendwas schmelzt sich da sicherlich. Ich muss hier vorne gleich dieses Ding da benutzen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Hier noch kurz warten, bis alles eingeschmolzen ist. Ich meine, wenn ich schon mal da bin, dann kann man da auch ein bisschen was einschmelzen. So, und Mr. Wolverine ist schon so ein bisschen am Rumschnüffeln. Jetzt müssen wir nur noch die Steuerung laden. Dafür sollte mein Hammer reichen. Der Hammer. Oh, jetzt habe ich gerade den Tor getötet. Ich dachte, ich kann das jetzt laden hier. Der schlägt lieber auf die ganzen Viecher hier ein. Jetzt haben wir's. Sieht aus wie ein großes Schwert oder so. Ah ja, die Tür ist offen. Die ganzen Eisriesen kommen da. So, jetzt mal hier so ein bisschen. Das sieht natürlich auch cool aus, wie der jetzt fliegt. Ein bisschen. Was ist mit Wolverine? Hat er seine komplette Haut verloren und kämpft nur noch im Skelett? Das ist ja dann auch etwas sehr Seltsames. Kann ich mal schon noch was kaputt machen, wenn wir schon mal da sind. Endlich mal ein Spiel mit dem großen Tor. Habe ich ja bisher noch keins auf meinem Kanal. Kommt aber noch, Leute. Kommt, kommt, kommt. Es dauert nur ein bisschen. Eine magische Regenbogenbrücke. Was kommt als nächstes? Einhörner. So. Tschüss, Volvi. Du musst einmal ran. So. Jetzt kannst du dich hier nämlich mal gegenstellen. Die Jungs da einfach mal einschmelzen. Nicht nur die, sondern auch gleich Captain America, wenn er schon dann so blöd rumsteht. Also die KI ist leider nicht so wahnsinnig gut. Habt ihr ja schon des Öfteren mitbekommen jetzt. Die steht manchmal einfach nur rum oder läuft mir einfach ins Feuer rein. Loki! Du hast es geschafft! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und? Gefällt euch die Einrichtung? Bruder, hör auf mit diesem Wahnsinn! Ach, reg dich mal nicht so auf. Thank you.
So, Captain America ist wieder direkt vor den Strahl gelaufen. Oh nein. Und jetzt? So. Tja, Leute. Kann ich irgendwas machen? Halt! Du stehst jetzt unter meiner Gewalt. Was? Hör mal, auf hier. Bis später. Tschüss. Also ehrlich, du stehst unter meiner Gewalt. Loki, Loki. Machst du mal Loki, Loki. So, wir brauchen jetzt Flamme an. Machen wir so. Kann man da irgendwas machen? Nee, kann man nicht. So, mich würde mal interessieren, wie ich jetzt, ob das irgendwas bringt hier gegen diesen Strahl da. Nee. Was sind wir hier? Mit wem können wir das? Mit Thors Hammer? Okay. Das machen wir doch einfach mal. Ist so cool, wie er den Hammer schleudert. Sesam, öffne dich. Das ist also Asgard. Also wie gesagt, Leute, ich bin als Marvel-Fan wirklich, wirklich begeistert von dem Spiel. Einfach weil bifröstiger Empfang. Warum willst du mir andauernd folgen, Bruder? Weil es so viel Abwechslung bietet für die ganzen unterschiedlichen Charaktere, diese ganzen unterschiedlichen Welten, die hier sind. So, das kann ich hier gleich nochmal speichern. Fliegen können. Nicht genug Leute, die fliegen können. Nein! Wohin des Weges? Hier lang jedenfalls nicht. Na los, lande! Nein, nein. So. Also ich habe das Gefühl, Thor ist so, also fühlt sich noch nicht so wahnsinnig stark an jetzt hier. Doch fällst du immer wieder auf meine billigen Tricks herein. Ist alles eine Frage der Technik. So. Entschuldigung. Wolverine schreit da unten so rum. Das ist auch wieder was für Wolverine hier. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Aber wie können die denn jetzt hier hoch? Kann ich da irgendwo hier oben noch was machen? Wenn ich das einfach alles kaputt mache und dann vielleicht irgendwie eine Treppe baue oder so? Ja, sowas zum Beispiel. So, und dann mal hier so. Können die da vielleicht hochklettern? Schauen wir einmal den dahin stecken, der da oben rein. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber sobald wir es ausklappen, ist das eine ziemlich coole Treppe geworden. Mal hier das Zeug einsammeln. Bevor das weggeht, hier den blauen auch noch. Einmal Wolverine. So, da kannst du hochklettern. Freund der Klingen. Muss euch sagen, zu Wolverine habe ich auch noch einige Spiele, wo er auf jeden Fall Mitglied des Spiels ist. Also gerade nächstes Jahr wird euch noch wahnsinnig vieles erwarten. Viele, viele gute, tolle Spiele. Noch einiges auf Lager. So, hier kommen wir dann auch weiter. Das Viech in der Mitte können wir dann auch gleich mit der Flamme erledigen.
Lauf da nicht in Strahl. So, genau. Alles einsammeln. Den Captain hat es schon wieder zerlegt. Ne, das war ein anderer. Ach hier, apropos Captain. Das ist genau dein Spezialgebiet. So, hier einfach alles einsammeln. Geht doch nichts über gutes Teamwork. Was haben wir hier? Was können wir damit drehen? Oh, auch wieder eine Treppe. Super gut. Und wieder Loki. Na, habt ihr Spaß? Ja, so ein bisschen. Könnte man so meinen. Kampf gegen Loki. Erstmal den Tor vernichtet. Marionetten, die nach meiner Pfeife tanzen. Ja, dann macht das eben einfach mal Wolverine hier. Zack. So komme ich da nicht hoch. Brauche ich hier. Komm. Hier vernichten, die hier so ein bisschen nervig sind. So, sehr gut. Kann ich irgendwas machen? Und Thor fliegt mit dem Hammer. Das sieht so cool aus. Da komme ich so nicht weiter. So, den Hammer auch. Können wir jetzt hier? Eine Blume haben wir befreit, okay. Oh Mann, hinter uns ist alles zugefroren. Nee, doch nicht. Da unten geht's weiter. Kann ich den auch hier erledigen? Nee, soweit kann ich die Kamera gar nicht drehen. Nur diesen Eiszapfen da oben noch mitnehmen. So, das ist wieder was für Wolverine, dass du hier mal so ein bisschen so im Dreck wühlst. Und was haben wir da? Einfach so unterirdisch begraben. Ein Krallenschalter. Wunderbar. Das ist also wieder was für... Wo ist er? Da ist er. Für unseren Tor. Magst du das nicht irgendwie elektrisieren? Yeah, der True Believer. Nee, das mag er irgendwie nicht. Woran könnte das jetzt liegen? Die Tür geht so natürlich nicht auf. Ist hier noch so eine Blume gefangen? Ja. Und die anderen Blumen machen wir kaputt. Wir haben jetzt hier eine gerettet und dann machen wir gleich eine andere kaputt. Aber wo könnte jetzt hier... Der richtige, hier muss auf jeden Fall irgendwas sein. Aber so komme ich da nicht weiter. Ich weiß ja, dass ich den hier oben eigentlich elektrisieren muss. Mit Thor. Aber irgendwie... Macht er das nicht. Ihr seht auch, das ist so ein bisschen so, als ob das irgendwie kaputt wäre. Ich komme ja auch mit Wolverine da nicht hoch. Nee. Der schafft es da nicht hoch. Schauen wir mal. Wenn ich hier noch ein bisschen was kaputt mache.
kann ich auch nichts machen. Also ich weiß, vielleicht die Statue. Das Ding einfach mal röste? Nee. Den Boden rösten, das bringt's auch nicht. Es wird auch nichts angezeigt, was ich jetzt machen kann. Ja Leute, das ist dann immer blöd, solche Stellen im Let's Play zu haben. Weil es ist ja offensichtlich, was gemacht werden muss, aber wenn es nicht geht, irgendwas habe ich übersehen. Ich müsste hier halt irgendwie mit Wolverine hin, aber da komme ich so nicht ran. Ach, schau mal da. Was haben wir hier denn Feines? Ach so, so ein Ding, ja gut. Das nice to have ist aber nicht unbedingt so sinnvoll. Das muss ich ja jetzt nicht unbedingt haben. Lieber eine Möglichkeit, da jetzt hochzukommen. Kann ich das irgendwie aufheizen? Nee. Ja, dann schaue ich mal eben, wie das geht, glaube ich. Also letztendlich ist es genau so wie gedacht. Ich bin Thor, Gott des Blitzes und Donners. Ganz easy. Weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Aber wir haben ja schon sozusagen alle anderen Rätsel gelöst, ja. Dass wir jetzt genau wissen, wo wir jetzt lang müssen. Genau wissen, dass wir jetzt hier Wolverine brauchen. Der schnüffelt nämlich schon wieder was. Und zwar, wir haben da ein Loch in der Figur. Das können wir... Nee, nicht so. So. Mal kaputt machen. Tja, so wird das auch mit Lokis Schädel passieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Den heizen wir mal ein bisschen ein. Schon ist er kaputt. Die Jungs aus Asgard haben da sicherlich kein Problem mit. Dann können wir hier diese wunderbare Konstruktion vollenden. Es ist ein Brunnen. Ich bin noch nicht fertig. Oder sollte ich besser sagen, wir sind noch nicht fertig. Komm, noch ein Rätsel. Oha. Sorry, Captain. Ich konnte einfach nicht aufhören zu schießen. So. So viel Zeit muss sein. Wie dumm von euch. Das sind aber viele Lokis. Könnten ja mal meine Kumpels hier so. Ah ja, du bist der Richtige. Das war jetzt schon fast gefährlich. Wieder etwas für Captain Amerikas Schild. Da ist er. Dann kannst du es auch selber zusammenbauen, würde ich sagen. So. Sesam, öffne dich. Aber was uns hinter diesem Tor erwarten wird, sehen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Lego Marvel Super Heroes. Ich bin Marv, sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Servus.